Sieht man es? Ich hoffe es. Ich glaube, Werdegel, willkommen. Willkommen hinter Tür 10 des magischen Adventskalenders 2011, Nummer 3. Und wie auch bereits die beiden vorangegangenen Jahre gehört Türchen Nummer 10 mir, weil ich Geburtstag habe. Ich darf nicht im Voraus Dankeschön sagen, obwohl ich weiß, ihr seid sehr gut erzogen und gratuliert immer ganz lieb. Da kommen wir nochmal drauf zu spät. Ne? Darum, heute soll es um ja, euch gehen und um natürlich einen Preis, den ihr gewinnen könnt hinter dem 10. Adventskalendertürchen. Ich hoffe, ihr habt noch nicht das Schnäuzchen voll von all den Gewinnspielen, aber ich denke, sonst würdet ihr nicht draufklicken, oder? Also herzlich willkommen. Ich stelle euch gleich den Preis vor, den ihr heute gewinnen könnt. Ich habe nun davon abgesehen, einen Contest zu starten, weil es irgendwie auf YouTube mir, vielleicht ist es jetzt auch nur ungewohnt, irgendwie kompliziert erschien, einen Contest zu machen. Ursprünglich hatte ich das vor, aber ich denke, das verschiebe ich einfach mal aufs Haupttürchen, ne? 24. Yeah. Da freue ich mich schon drauf. Und heute machen wir dann eher ein, kann man das Ratespiel nennen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall müsst ihr mir eine Frage beantworten. Die Kommentare unter diesem Video sind moderiert. Das heißt, keiner kann eure Antwort ablesen. Außer mir. Ich werde sie dann, wenn der Contest, also diese Verlosung so gesehen vorbei ist, dann auf jeden Fall veröffentlichen. Aber so, damit keiner die richtige Antwort von euch abschreiben kann, bleiben sie nun einmal verborgen. Denn ihr sollt mir beantworten, was mich zum Glühen bringt heute. Also ich habe mir ein Produkt auf das gesamte Gesicht aufgetragen. Es ist ein bisschen misslungen, wie gesagt. Und ich changiere golden. Also es ist richtig intensiver goldener Flitter, so gesehen, in einem Medium gewesen. Daher ist das zwar, wenn ich reibe, ist das schon golden, aber der Auftrag war feucht. Es ist also somit kein Puder. Es ist ein Produkt, das aktuell limitiert erhältlich ist, allerdings nicht in jeder Stadt zu bekommen ist. Und wenn ihr nicht einfach nur aus dem Bauch heraus raten wollt, sondern euch die Zeit nehmen möchtet, findet ihr mit ein bisschen Recherche heraus, was ich denn da so gekauft habe. Ne? Was das ist. Es gibt bestimmt einige unter euch, die wissen sofort, was ich meine. Die anderen müssten vielleicht ein klein wenig auf dem Blog stöbern, um herauszukriegen, was es denn ist, sein könnte. Es ist also ein aktuelles Produkt, was mein Gesicht zum Glowen bringt. Engels. Naja, bevor ich irgendwas Komisches sage. Und was ihr gewinnen könnt, insofern ihr eine richtige Antwort, ne, tippt. Ihr dürft allerdings nur einen Tipp abgeben, ne? Also gut überlegen, bevor ihr loslegt. Sollten also mehrere richtige Antworten fallen, entscheidet das Los. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehrere sein werden, also stellt euch schon einmal drauf ein. Ich zeige euch trotzdem jetzt euren Gewinn. Also einerseits ist es ein Cosmetic Cosmo Pinselrollenköcher. Keine Ahnung, vielleicht kennt ihr ja schon das Prinzip. Sind zwei Pinselköcher aufeinander. Wenn ihr da die Pinsel reintut, könnt ihr das auf Reise mitnehmen und sie sind geschont. Und so sehen sie einfach sehr hübsch aus auf dem Schminktisch. Hier mit Cosmetic Cosmo eingestanzt, mit guten Nähten verarbeitet. Das ist Kunstleder, ja, so mehr oder minder. Ja, Kunstleder. Und das gibt's neu bei Coco. Und die hat uns das zur Verfügung gestellt, damit ich es heute verlosen kann. Ist das fantastisch oder was? Kostet 30 Euro in ihrem Shop, also 29,99. Oder wenn ihr das mit Pinseln kauft, könnt ihr in so einem Generator die Pinsel schon mal reintun. Oh, ist lustig. Ich verlinke euch das mal unten. Dann ist es ein bisschen günstiger. Außerdem hat sie zwei Glosse aus ihrer eigenen Kollektion bereitgestellt. Nämlich Karamell und Brumunda. Das ist einmal so ein Rosenholz. Naja, so ein Pink. Eigentlich so ein Pinkton und so ein Braunton. Ihre Lipglosse. Auch die Swatches findet ihr, glaube ich, auf fragdiegurus.de. Und darüber hinaus gibt es ein
Seht ihr mich noch? Ein komplettes Set von Manhattan-Produkten aus der Collection Number One. Die ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Ich habe es ein bisschen lang zurückgehalten, verzeiht. Es sind 6 Lidschatten, 6 Nagellacke und 6 Stifte. Falls ihr euch erinnert an die Kollektion, falls nicht, verlinke ich euch nochmal die Preview davon. Da könnt ihr mal schauen, ob das überhaupt etwas für euch ist. Es sind auf jeden Fall sehr bunte Farben. Und die neue Super Size Mascara, die ist auch noch mit in diesem Set. Jetzt habe ich den dritten Preis. Also es ist ein großer Preis. Ich habe mir gedacht, so erster Platz, zweiter Platz, das ist ja immer so ein bisschen kompliziert. Liebe einen schönen großen. Nämlich von Sigma haben sie mir einst mal zugeschickt, den Pink Safari Spiegel. Also auch herzlichen Dank an Sigma, herzlichen Dank an Manhattan und herzlichen Dank an Kosmetik Cosmo. Es ist nämlich so ein Spiegelherz. Hier steht Sigma hinten drauf, da ist noch so eine Schutzfolie drauf. Und drinnen ist ein normaler Spiegel und ein Vergrößerungsspiegel. Das ist recht handlich. Vielleicht habt ihr die ja schon mal in deren Shop gesehen. Ich habe mich ja immer so gewundert, sind die denn so? Also es sind so schwarze und pinke Strasssteine und die sind auch nicht so ramschig, ne? Also es gibt ja immer solche. Aber das ist hier in so einem Medium eingebettet. Ich befürchte, ich kann das jetzt nicht ganz gut zeigen. Aber es ist halt so eine Schicht und die sind dann drin und das ist nicht so, ne? Also sind, glaube ich, gute Strasssteine. Ich weiß jetzt nicht, ob das Glas, Kristall oder was weiß ich ist, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als erwartet und das ist ungefähr ein Wert von 20 Euro. Die Manhattan-Sachen will ich gar nicht erst ausrechnen. Also es ist ein großer Preis. Ich hoffe daher, ihr grübelt zweimal nach, was die Antwort sein könnte und ich wünsche euch viel, viel Glück. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich kann mich eigentlich nur Kodak anschließen. Der hat es einfach alles schon so perfekt ausformuliert, nicht wahr? Also, wir sehen uns dann beim 24. Türchen. Ach, bis wann? Bis wann? Ist doch eigentlich ziemlich wichtig, oder? Ihr könnt bis zum 24. Ne? Also 23.59 Uhr euren Tipp abgeben. Bis dann. Ciao.